Am Sonntag wird uns das Evangelium einladen, uns zu versöhnen. Nicht einfaches Thema. Was heißt denn schon Versöhnung? Gerechtigkeit ist eine Voraussetzung, aber auch Transparenz und den Mut zur echten Versöhnung. Da genügt ein "Ich entschuldige mich" nicht. Es braucht zuerst eine klare Analyse der Situation. Und gerade dies wird am kommenden Dienstag, am 12. September, anlässlich einer Pressekonferenz in Zürich über die Missbrauchsfälle im kirchlichen Umfeld auch mitgeteilt. Es wird nicht einfach sein, aber wir haben den Mut, wir wollen aufstehen und wir wollen Transparenz, wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen aber auch Prävention richtig umsetzen in unserem Land. Und dazu gehört vielleicht auch eine neue Struktur innerhalb der Weltkirche, aber auch der Ortskirche. Es gibt nämlich kein Ort, der ein bisschen hinschaut, was eigentlich in den Bistümern, in den Ordensgemeinschaften, in den staatskirchenrechtlichen Gremien passiert. Vielleicht braucht es da eine Art Aufsichtsbehörde. Unser Papst lädt uns zu einer Synode ein. Dieses Thema gehört sicherlich dazu. Mehr am kommenden Wochenende in der Pfarrei Bruder Klaus in Bern.